wieder am Leben und immer noch auf diesem wunderschönen Raumschiff voller Experimente. Gehen wir nochmal warte mal. Okay, ich weiß nicht. Ich habe da gerade ein Waschbecken gesehen. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Was können wir hier tun? Okay, wir können es anmachen. Ich habe Angst, dass das Ding gleich schießt. Okay, wir haben hier ein Waschbecken. Wasser. Waschbecken. Und Strom ist immer schön. Warte mal, was haben wir denn alles hier? Das bringt uns nichts. Verband. Das wäre zu einfach, wenn wir einfach die Flinte da verwenden könnten. Stickstoffkanister und warum auch immer das Ding dabei haben. Ich probiere mal was aus mit diesem Verband hier. Mach mal auf. Kann man das hier irgendwie verstopfen? Oh oh. Mal auf. That's just crazy. Although. Übergelaufenes Wasser. Pass auf. Übergelaufenes Wasser. Hier. Sobald der ins Wasser läuft, hoffentlich funktioniert das. Wo ist er denn? Da? Ja. Come on. Oh yes. Zigeuner. Deaktivierte Wachdienstroboter. Ich hoffe, der bleibt deaktiviert. Easy does it. God, just eat it. Na, was hat er Schönes? Was hat er jetzt da rausgenommen? Das weiß ich jetzt nicht. Verborgenes Metall. Ach. Verbogenes, nicht verborgenes, Gottes Willen. Ein verbogenes. Okay, verbannten Defibrillator haben wir nicht mehr. Okay. Ach, das ist oben. Lol, ich dachte die ganze Zeit, hier geht's rüber. Okay. Ah, wir können hier dann hoch, oder? Ich trau dem. Also so langsam traue ich dem Spieler gar nichts mehr. Deswegen das jetzt hier massenhaft speichern, weil hier gibt's gerade kein Autosave. Bevor wir wieder von vorne anfangen müssen. Ah! Da geht's hoch. Alles klar. Ein Ladegerät. Warning. The oxygen atmosphere generating system is no longer functioning. Toll. Ja. Product failure is imminent. Das weiß ich. Ladegerät. Eine Technologie, die einen Energieschub für Hochleistungsmaschinen liefert. Ist das jetzt erst geladen, quasi? It doesn't work like that. Auf jeden Fall haben wir hier nochmal ein Waschbecken. Das Ding. Eine Luftschleuse. Ich habe keine Ahnung. Können wir hier die Luftschleuse irgendwie beschießen? Ah. Okay, das hat uns aber wenig gebracht. Wir könnten aufs Waschbecken schießen. Ich wüsste aber nicht warum. These don't go well together. Okay. Können wir hier irgendwo dagegen schießen, dass das Ding da weggeht? No. Crazy. Okay, könnten wir. Ah, warte mal. Wir haben doch hier einen Stickstoffkanister. Können wir den irgendwie davor stellen? Oh ja, das können wir. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind arg nah. Also, wir sind extrem nah dran. Luftschleuse. Na, wo ist der Stick? Vielleicht macht das er selber. Oh, yes.
Das hat funktioniert. Ja, ich glaube, hier geht's glaube gar nicht weiter. Deswegen, alles klar, wunderbar. Rein da. Ach du Scheiße. Alter, ganz ehrlich. Jedes Mal, wenn ich in ein neues Gebiet komme, haut es mich mehr von den Socken. Boah, festgebundene Hybridkreaturen. Sie ist von mir optisch gefallen und kriegt ziellos herum. Zweifellos im Delirium. Ja, die Frage ist, wie sehr stehen wir hier unter Gefahr? Na, ja, das denke ich mir. Wollen wir zu nah ran? Nee, wollen wir nicht. Okay, was kann ich hier tun? Hier ist nichts. Doch, Knochenreparaturkleber. Warum auch immer. Ein Knochenreparaturkleber, okay. Und hier ist ein Terminal. Ich befürchte nur, wenn wir an den Terminal rangehen, dann fällt die uns vielleicht an. Hier geht's auch noch weiter. Wir probieren es einfach mal. Boah, der hat sogar Namen. Lana, Dani, Frederik und Ney. Wir gucken mal bei Lana rein. Subjekt Lana. Terra McMorrick, First Lieutenant Marine Blazen. Subjekt Observationen. Wild. Das Objekt scheint das leistungsfähige Körperbau und die latenten Aggressivitäten seiner Mutter geerbt zu haben. Lana weist alle Merkmale einer exzellenten Kandidatin für ein Alpha-Weibchen auf. Empfehlung? Lana sollte in einer Gruppenzelle transferiert werden, da Isolation zu zusätzlichen Reizbarkeiten zu führen scheint. Okay. Subjekt wird Willow Brook, Krankenschwester. Still, aber intelligent. Hat gestern versucht, das Schloss seiner Zelle zu knacken. Doch seine Flucht schlug fehl. Herausragende kombinatorische Fähigkeiten. Starker Körperbau ohne besondere Aggressivität. Die Tendenzen. Eindeutig ein Denker. Boah, ist das laut hier. Frederik. Das Objekt hat wenig vom soliden Körperbau. Seine Mutter ist allerdings ein hervorragender Jäger. Lauert und eignet sich Taktik durch das Beobachten des anderen an. Scheint einer überaus taktischen Geist zu entwickeln. Und Ney. Gefühl, dass wir gerade angegriffen wurden bei dem... Alter, man muss im Auge behalten. Schlau, außergewöhnlich schnell und gefährlich. Scheint die Isolation vorzuziehen. Bisherige Zusammenführungsversuche führten zu Todesfällen. Nimmt problemlos die Alpha-Rolle an und dominiert die anderen Novi. Kommt definitiv als Partner für Lana in Frage. Wir gehen mal hier weiter. Hoffentlich haben wir nicht was vergessen. Oh je, schwarzer Ladebildschirm. Ich ahne Schlimmes. Jedes Mal denke ich, es kann nicht schlimmer werden, aber irgendwie schaffen es die Leute da, das echt noch schlimmer hinzukriegen. Puh. Okay. Festgebundene Kreatur. Hauptrechner. Weißt du, komplett modern, aber das hier sieht also unmodern aus. Kühlröhren. Terminal. Eine Glaswand. Sehen wir da irgendwas? Hier leuchtet auf jeden Fall was, aber wir können nichts erkennen anscheinend. Okay. Können wir da runter? Ach! Ja, hier ist eine Rampe. Okay. Don't go any further. Children as I see fate. It's barbaric. Spare me the pity of the righteous. Your daughter owes her life to me. What do you know about Rebecca? ARG was good on this ship, Mr. Marichek. Cancer, HIV, Ebola. I eliminated them all. Her life is mine. As I choose. Oh yes, I know about everything, Johnny boy. I know about your
your signal, John. You need to hurry. We're close. Also, unser guter John hat irgendwelche Geheimnisse. Was können wir hier tun, außer die PDAs lesen? Gucken wir mal rein. Dr. G. Marlan. Oh Gott, das ist halt auch wieder jede Menge Text. DeSantos, ich bin so enttäuscht von dir. Meine wunderschönen Kinder haben sich selbst übertroffen. Ich meine, wir wissen ja ungefähr, was er hier tut. Ich denke, deswegen springen wir das mal. Offenes Stromzellengehäuse. Ah ja, okay. Da können wir gleich was tun. Machen wir auch gleich. Was ist das hier? Robert Lincoln. Dr. Moller hat mich für sein Experiment gesperrt. Okay. Dann tun wir jetzt unsere Pflicht. Und fummeln darum. Aber die Kreatur windet sich in neomedizischen Halterungen. Große schwarze Augen in einem eingefallenen grauen Gesicht werfen bösartige Blicke um sich. Wir können hier nichts tun. Aber wir haben hier drei so Dinger. Wir haben drei von diesen oben Dingern. Jetzt ist die Frage, was können wir hier tun? Können wir hier irgendwie randalieren? Nein, okay, hätte sein können. Können wir das Ding verwenden? Okay, können wir einfach Knochenreparaturkleber rein? Nein, okay. Was können wir da machen? Offene Stromzellengehäuse. Wir können hier nichts tun. Nein, da geht nichts. Okay, wir können Starter-Tag da reinstecken, aber es macht auch wenig Sinn. Leere Pistole reinschmeißen, auch nichts. Können wir die Glaswand demolieren? Nein. Okay. Hier ist ein chirurgischer Laser dran. Können wir an dem chirurgischen Laser irgendwas machen? Ein neuer ferngesteuerter Chirurgiemodell. Tödlich, wenn es in die falsche Hände gerät. Es kann Strahl genauso leicht spalten wie Haut. Stahl. Nicht Strahl. Stahl. Can try to make it fit, but it may break. Aber das ist gerade probiert, ich weiß es nicht. Das funktioniert ja wahrscheinlich nicht. I don't think that'll work. Weil wir ja keinen Strom hier haben. That's just crazy. Okay, dann gehen mal nochmal zurück. Hallo? Für irgendwas müssen wir ja den Kleber verwenden können, den wir hier gefunden haben. Hier, das bringt auch nichts. Irgendwas haben wir doch übersehen. Irgendwas haben wir übersehen, habe ich das Gefühl schon wieder. Was? Knochenreparaturkleber. Für was brauchen wir einen Knochenreparaturkleber? Vor allem, was bringt das hier? Können wir damit das... Einmal, können wir da rein? I can't see it working like that. Egal, was wir mit dem Ding machen, wir können da nichts tun. Rein. Hä? Energiezellengehäuse Aufdruck. Das hat er jetzt mit dem Knochenkleber gemacht. Ernsthaft? Okay. Das heißt, wir haben jetzt dieses Zeichen nachgemacht. Können wir das drüben verwenden? Let's try. Sag mal, ich müsste irgendwas verwenden. Irgendwas einfach mal ausprobieren. Man würde nicht allein drauf kommen. Ganz ehrlich. Können wir das jetzt hier einfach reinstecken? Ah, leck mich doch. Nein, da auch nicht. Okay. Aber, warte mal.
Die anderen sind ja quasi verdreht. Vielleicht können wir die jetzt da quasi reinstecken und dann in die gleiche Position drehen. Kann ja sein. Und wieder runter. Immerhin erspeichert, glaube ich. So, schauen wir mal, was passiert. Da. Jetzt gehen wir einfach dahin und drücken mal da rein. I can't see it working like that. Geht auch nicht. Okay. Okay. Ruhe in Frieden. Oder? Okay. Gute Nacht. Ihr seid frei. Hoffe ich. Don't worry. Ruhe in Frieden. Grausam. Die Grausamkeiten haben ein Ende. Okay. Der Tisch hat 3 Eingänge. Und wir haben zufällig 3 von den Dingern. Wahrscheinlich können wir das jetzt hier auch rausholen. Ja, können wir. Und dann werden wir die 3 Dinge wahrscheinlich einstecken. Ich weiß nicht, was das ist. Mal gucken. Ja, ja. Dann zieh mal das hier. So. Strom ist auch hier aus. Oder hätte ich hier Strom reinmachen müssen? Warte mal, was passiert, wenn ich... Wir haben hier eine Stromzelle. Wir haben... Was passiert, wenn ich... I think that would break. Okay. Ach, hier ist immer noch Strom. Na gut. So. Schalten wir auch hier ab. Wahrscheinlich verlieren wir jetzt den Schlüssel und damit wir genug Platz im Inventar haben. Keine Warnung. Na gut. So. Auch Strom hier. Adieu. Die leben immer noch. Oh Gott. So, ich bin sehr, sehr gespannt, ob das so funktioniert. Wenn nicht, wäre es komisch. Dann wäre es sehr komisch. Ja, hier können wir leider keinen Strom abziehen. So. Ich bin gespannt, was das bringen mag. Außer, dass wir das Viech jetzt zerlegen oder so. Ach nee, guck mal, wir haben den Schlüssel sogar noch. Was haben wir denn verloren? Ach, wir haben unser Ding verloren. Ja gut, ist egal. Einmal. Okay. Ach, da ist es wieder. Keine Ahnung, was zu bringen mag. Im schlimmsten Fall springt es gleich von dem Ding runter und killt uns. Idee. Okay, steht nach frischem Blut und Eingeweiden.
Was tun wir hier? Warum haben wir das jetzt getan? Hallo? Okay. Können wir Laserfilter hier oben verwenden irgendwie? Ja, können wir. Okay, wie steuern wir das Ganze? Okay, einfach 1000 Mal draufklicken, alles klar. Geht doch. Nochmal verwenden geht nicht mehr. Sehr schön. Alles kaputt gemacht. Auf ins Freie. Warning. The environmental control and life support system has been compromised. Please report to the visitor center for further instructions. Na klasse. Ein Röntgenscanner haben wir hier. Hier geht's weiter. Ist hier sonst nichts? Licht? Okay. Ja, alles klar. Okay. Abnormal neural activity detected. Okay, also hier wollen wir, glaube ich, nicht rein. Und auch hier ist Maskenzone. Was? Animal Testing? Okay. Tierversuche, Gasmaskenbereich. Super, wir haben keine Gasmaske. Und ich befürchte hier... Was? Da steht Dr. Mellon? Ich glaube, wenn wir hier weiter vorkommen, dann werden wir ihn gleich sehen. Du kannst dir vorstellen, wie Menschen hier wie viel durchgetrieben werden. Kein schöner Gedanke. Da müsste er jetzt gleich kommen, oder? Steht der nicht da? Hier, Dr. Mellon. Wir können doch hier nicht durch. Ich ahne Schlimmes. Und ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder.